Ich bin Luna Thiel, 22 Jahre alt. Also ich bin mit 6 Jahren zur Leichtathletik gekommen, bin seitdem auch immer dran geblieben und seit 2018 auf der 400-Meter-Distanz und 2019 bin ich auch gleich Deutsche Meisterin geworden. Die 400-Meter-Distanz ist die längste Sprintstrecke generell und somit auch die härteste, würde ich sagen. Nach spätestens 250 oder 300 Metern setzt halt enorm viel Laktat ein, sodass es wirklich am Ende pure Qual ist. Die Teilnahme bei den Olympischen Spielen ist auf jeden Fall das größte Ziel von mir. Ich kann meinen Körper sehr gut selbst einschätzen und weiß auch, wann ich was machen muss, um ihn zu regenerieren und zu schonen. Ich glaube, als Sportler hat man ein ganz gutes Gefühl dafür, wie man sich am besten ernährt und was einen positiv sozusagen auf die Leistungsförderung bringt. Ich glaube aber, jeder muss so ein Mittelmaß finden und sich nicht alles verbieten, weil das Leben hat auch noch so viel mehr, was es bietet. Als ich das erste Mal 2019 international mit dem Deutschen Leichtathletikverband unterwegs war, gab es für uns zur Regeneration immer BEMA-Matten. Wir haben im Sportleistungszentrum in Hannover einen BEMA, der wird sehr, sehr gut benutzt. Der BEMA hilft mir nach den Wettkämpfen und vor allem nach dem Training unfassbar für die Regeneration. Für mich ist es einfach ja, nicht ersetzbar. Ich benutze den BEMA jeden Tag vor dem Training und nach dem Training, weil es mir da häufig durch die Trainingsbelastung auch sehr, sehr schlecht geht. Beziehungsweise ich merke, dass meine Muskeln am nächsten Tag einfach dann nicht diese 100% liefern können, die ich ihnen abverlange. Ich kenne das Training von 2018 und 2019 vor dem BEMA und nach den Jahren mit BEMA. Und vor dem Training nutzt man das halt auch so zur Vorbereitung. Und wenn man dann eine Regenerationsmöglichkeit bekommt, die das halt gewährleisten kann, am nächsten Tag wieder 100% durchzustarten, ist das einfach, ja, es ist auch ein Vorsprung im Gegensatz zur Konkurrenz. Meine Freunde oder beziehungsweise auch meine Trainingskollegen sind sehr, sehr froh, wenn ich ihn auf die Wettkämpfe und ins Trainingslager mitnehme, können die nämlich auch davon profitieren. Den BEMA Spot benutze ich meistens, wenn ich so merke, ich habe punktuell Probleme. Mein Mann ist in seiner Freizeit auch sehr, sehr sportlich unterwegs. Jetzt hat er 2020 einen Ermüdungsbruch im Fuß und der Orthopäde hatte auch gesagt, das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist stilllegen. Dann war mein Mann täglich auf der BEMA-Matte. Ein paar Wochen später ist er dann wieder zum Orthopäden gegangen und der Orthopäde meinte, wie ist das möglich? Also das kann nicht sein, was hast du benutzt? Ich war sehr, sehr beeindruckt von der Leistung, die der BEMA da geliefert hat.